Guten Tag und willkommen bei Songs of Six, nächste Folge. Natürlich, es wird niemals aufhören. Also außer, es hört auf. Wo war ich? Ich weiß es nicht mehr. Wir hatten auf jeden Fall Krieg gegen Hochland, hießen die so? Genau, Hochland, die nicht mehr Hochland besitzen. Die nicht mehr Hochland besitzen. Was, wir sind Handelspartner? Aha, okay. Die sind gar nicht sauer, dass ich mehr als die Hälfte der Region von denen abgenommen habe. Das ist gut, ne? Das ist gut. So, dann werden wir... Also, was ich auf jeden Fall noch mache, was mir einfällt, ist die Armee. Genau. Gott, ich habe keine Arbeiter mehr. Die Armee werden wir machen. Haben wir das Gebäude schon abgerissen? Ich glaube ja, ne? Ja. Den Bogenschützenplatz werden wir auch bald abreißen, wenn wir den größeren haben. Also wir müssen viel, viel mehr Arbeit da jetzt holen. Aber das ist kein Problem. Problematischer sind die Wohnungen natürlich wieder. Ein bisschen upgraden könnten wir. Aber auch nicht viel. Wahrscheinlich würde es wieder mehr Sinn machen, ich gehe auf neue Gebäude, weil einfach das Holz dafür da ist. Das macht Sinn. Das sind sogar Langhäuser, ne? Gut, dann machen wir nochmal eine Riegel Langhäuser. Was habe ich denn dazwischen? Drei. So. So, zack. Hoch und quer. Gut, dann lassen wir die aufbauen. Wir haben zwar keine Arbeiter gerade, die aufbauen könnten, aber naja. Ich hoffe, nach und nach kommen die wieder. So, dann gehen wir mal, würde ich sagen, nach und nach hier die ganzen Gebäude, Regionen durch. Also, hier. Wir haben halt hier wirklich Proximity-Probleme ohne Ende. Ach Gott, wir haben keine Verwalter mehr. Wieso habe ich denn gerade so wenig Verwalter? Wo habe ich denn eine Verwalterstube? Botschaft ist nicht das, was ich suche. Okay, ich habe aber überall welche angestellt. Alter, hier arbeiten einfach 142. Das lässt das hier sowas von lächerlich aussehen. Baue ich zufällig eine neue? Nee, ne? Eine Töpferei? Was bist du? Kerker? Ach ja. Ach doch, eine Verwaltung baue ich. Ist auch gleich fertig. Perfekt. Ah, ich bin ehrlich zu euch. Ich überlege, ob ich mir ein drittes Volk hole. Das Problem ist, ich wüsste nicht welches. Also Kretonia auf jeden Fall nicht. Da bin ich mir relativ sicher. So, warte mal. Kretonia haben wir. Nee, Tilapia haben wir. Also, ihr kommt zurecht mit Argonosch. Achso, das sind ja diese Special-Dinger. Ja, die kann ich vergessen. Kretonia sind raus. Gartimie sind... Die Lapia würden damit nicht ganz so zurechtkommen. Und Religion-mäßig... Kratourismus... Gartimie kommen zurecht mit... Okay, die kommen mit allen zurecht. Hätten aber gerne Wow. Ammonismus. Jens, genau. Hätten gerne, okay, Fisch, perfekt. Wobei das tatsächlich sowas von Banane ist. Die würden gerne im Berg wohnen. Das kann ich halt überhaupt gar nicht gewährleisten. Die wären halt auch nur 56.
Das ist eigentlich auch was, was ich überhaupt gar nicht gut finde. Wieso kommt ihr denn mit Menschen eigentlich nicht zurecht? Die hassen Menschen. Was bringt das? Also was beeinflusst das? Also Menschen kann ich vergessen. Die kommen nicht miteinander zurecht. Allerdings Gartimie kann ich auch vergessen. Argonosch. Also tatsächlich, die Argonosch wären die einzigen, die sich noch perfekt eingliedern könnten. Aber die kriege ich halt nicht. Das sind ja diese Special-Sachen. Also sprich, das hier. Hall of Satyr. Wo war das hier? Nee. Hier. This heaven is on your lands, but the requirements are not met for them to join your cause. So, hier exakt das gleiche. Und sie hätten gerne Grundbedürfnisse. Verstehe ich nicht. Was ist denn das? Was denn für ein Grundbedürfnis? Grundbedürfnisse. Habe ich da dreimal stehen und dreimal verschiedene Werte? Ich verstehe aber nicht, welche. Also Religion habe ich erreicht. Schmalorismus werde ich nie im Leben hinkriegen. Grundbedürfnis, welches? Ich habe davon 146.000. Ich weiß aber nicht, was 146.000. Ja gut, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Und Grundbedürfnis von irgendwas 80% habe ich 0 und das andere Grundbedürfnis 70% habe ich 3. Was ist denn, wenn ich hier raufgehe? Was hättet ihr denn gerne? Ja gut, das lässt sich ja nicht beeinflussen. Also das ändert sich ja nicht, weil ich ja keine Einwohner davon habe. Ja gut, ich verstehe es nicht. Oder ich muss irgendwas umschalten, was ich nicht sehe. Weil ich kann auch nicht raufklicken oder so. Mit Rechtsklick geht das Ding zu. Ich weiß nicht, welche Grundbedürfnisse ich noch steigern muss. Keine Ahnung. Bei denen hier, Autorismus. Da fehlt mir auch irgendein Grundbedürfnis, was bei 43% ist. Das ist super. Ja, keine Ahnung. Ist irgendwie nicht die schönste Übersicht, muss ich zugeben. So, warum seid ihr denn eigentlich unzufrieden? Achso, weil euch Verwalter wahrscheinlich extrem fehlen, ne? Ansonsten, hier ist überall positiv. Die sind aber trotzdem sauer. Spend Admin. Ja gut, ich brauche Admins. Wird er jetzt gleich aufgebaut? Ja, ich muss mehr Leute farmen. Pass auf, wir machen was ganz anderes. Was wir noch gar nicht gemacht haben. Und zwar, wir haben ja noch 14.000 Dingspunkte. Die muss ich auch mal unbedingt ausgeben in nächster Zeit. Wir gehen mal auf Fortpflanzung. Wunderbar, die brauchen Fische. Und als Bauressourcen, okay, easy. Und das setzen wir jetzt hier hin. Und daneben bauen wir vielleicht ein Dings für Tilapia. Und wenn ich sage Dings, dann meine ich einen Kindergarten. Oh, perfekt. Wie als wenn ich es so gewollt hätte. Jo. Machen wir so. Und dann... Ne, warte mal. Da muss auf jeden Fall... Warte mal, ich baue es mal anders. Und da baue ich dann... die Mauern dazwischen. Also so ein bisschen analog...
Geht ja gar nicht. Wie ich das schon mal hatte. Wie baue ich denn das am blödesten? Warte mal, wir testen es mal so. Ja, das reicht auf gar keinen Fall aus. Ne, warte mal, da machen wir es komplett anders. Dann machen wir hier die Mauern. Genau, so reicht es aus. Da muss ich mir noch was für die Mitte ausdenken. Wobei, da lassen wir mal ganz kurz offen. Das müsste eigentlich ausreichen, ne? Jo, perfekt, super. So, und dann haben wir hier in der Mitte einen schönen Gang. Guck mal. Was? Das Unrealistisches. Und ich kann die Größe auch gar nicht beeinflussen. Da steht Teppich. Kann es sein, dass das ein Fehler ist? Das sind überhaupt gar keine Teppiche? Effizienz. Warte mal. Machen wir das so und so. Ich glaube nicht, dass das Teppiche sind. 100%, guck mal. Ja, ressourcentechnisch alles gut. Eingang hier. Und ab dafür. 53. 58 Leute kriege ich hier raus. So, das heißt, dementsprechend groß muss dann auch die Schule gebaut werden. Wir haben schon mal wieder 1000. Soldaten. Und ich müsste vielleicht noch mal eine Runde Dings ausbilden. Das heißt, das Blaue, die werden ausgebildet, ne? So, Schule muss ich erstmal erforschen. Oder habe ich die schon? Nee. Beschulung. Das Problem ist, die muss halt riesengroß gemacht werden. Wahrscheinlich muss ich die hier ransetzen. So, und hier muss jetzt gebaut werden. Für 54 Kinder. Wow, ist das groß. So, jetzt hätten wir auf jeden Fall genug für die Kinder. Nein, ach man. Einmal falsch gebaut und schon alles am Arsch. Regale? Gibt es hier auch einzeln? Gibt es auch einzeln. So, dann ziehen wir nämlich hier eine Wand. Das gleiche machen wir direkt nochmal hier drüben. Regale. Und Mauer. Und jetzt müssen wir zumindest da schon mal durch sein. Jawohl. Perfekt. So, Teppiche sind mir erstmal Banane. Guck mal, und hier können wir direkt nochmal so ein Ding bauen. 93%. Hier könnten wir übrigens auch nochmal welche setzen. Dann wäre bei 54. So, und jetzt bräuchte ich nur noch Teppiche. Ja. 91. Gut, ich kann hier einer Teppiche noch bauen. Schau mal. 95. Gut, dahinter gehen ja auch noch welche.
Okay. So, dann sind wir bei 54. Oh, waren es 54 hier drüben? Ich meine ja, ne? Gut. Eingänge hier und dann ab dafür. Kann auch sein, dass es 56 waren. Naja, ist egal. Dann sind zwei Amevia-Kinder dumm. So, über 100 Keramiker. So, mir fehlen schon wieder etliche Leute. Keramik. Oh Gott. Ach hier, das Ding, ne? Töpferei. Ja, perfekt. Gehen wir mal auf eine entspannte 50, würde ich sagen. So, the temperatures are rising during extreme level. Extreme level. Ich brauche unbedingt ein drittes Volk. Das ist so schlimm. Und ich würde hier oben tatsächlich auch nochmal auf Wohnungen gehen. Oder ich baue hier nochmal einen Wohnungskomplex. Ich muss mir gleich mal angucken, wo ich noch offene... Also wo noch Arbeitsstellen... Wohnungsstellen notwendig sind. Heißt das so? Naja, ihr wisst, was ich sagen will. Es wird halt auch nichts gebaut, weil ich keine Arbeiter mehr habe. So, jetzt sind wir schon mal bei plus minus 0. Das heißt erstmal, alle Stellen sind besetzt. Bei minus 55 Verwalter. Boah, ist das scheiße. Botschaft, Brauerei. Meine Botschaft, die habe ich, glaube ich, auch noch offen, ne? Ja. Wir gucken uns mal... Ach so. Oh, kenne ich alle schon. Okay. Ja, ihr seid übrigens die Nächsten, die fällig sind, ne? Die Insel haben wir auch. Ja, tut mir echt leid für euch. Ja, hier weiß ich, was kommt. Ich würde tatsächlich mal hier oben hingehen. Okay. Da wäre auch schon überall welche. Da ist noch keiner. Da ist sogar schon einer. Und du gehörst auch noch dazu, oder? Nee, warte mal. Du bist Ganymede. Und du bist schon wieder was ganz anderes. Also hier muss gar keiner hin. So, da haben wir hier noch so einen fetten roten. Der ist auch super groß, ne? Sag mal, wie komme ich eigentlich hier drüben hin? Ah, durch den Fluss hier. Es gab mal irgendwie eine Möglichkeit, dass man sich anzeigen lassen konnte, wie die Wege wären. Okay, ja. Am Arsch. Okay, das geht auf jeden Fall. Also hier könnte ich durch... um endlich aus... Na, was heißt Tal? Also dieses ganze Gebiet ist ja hier komplett zweigeteilt. Das Schlimme ist halt, es gibt einfach nur noch Großmächte in diesem Spiel, ne? Außer hier. Hier gibt es eine kleine Ecke. Hier ist sogar noch ein freies Land. Was noch so ein bisschen Widerstand leistet. Ansonsten hier, seht ihr ja, rot, grün, lila. Das sind so große Mächte. Ich meine, gut, wir sind mittlerweile auch extrem gut. Ich würde halt gern hier hin. Wegen den beiden Steinen oder drei Steinen. Diese Region hier ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Boah! Boah! Hier! Verkutheit! Alter, die ist ja übergut, die Region. Es gibt einfach keine Ressourcen hier auf dieser Karte. Also hier hätten wir nochmal Gole. Auch nicht schlecht. Aber nicht das, was ich suche. Ich suche halt... Also jetzt vor allem Sethylonerz und Diamanten. Oder Edelsteine. Und ich glaube, das gibt's fast gar nicht in diesem Spiel. Alter, hier oben auch... Boah, Alter, wie viele Ressourcen hier oben sind. Hier. Etherag. Alter Schwede. Super gut. Oh Gott. Alter, wie viele Ressourcen.
Basidilonerz. Da gibt es auch nochmal Edelsteine. Ah, ja, ja, ganz viel Erz. Ja. Und dann, oh, guck mal hier, Edelsteine. Okay, die teilen sich das. Ist hier oben noch irgendwas? Ne. Jo, ist schwierig. Hier gibt es halt auch überhaupt gar nichts. Also alles, was für mich halbwegs noch erreichbar ist, ne? Also ob nun dieses Tal hier oder das hier, das hat überhaupt gar keine Ressourcen. Außer Lehm. Und Lehm braucht kein Mensch, weil Lehm habe ich so viel auf meiner eigenen Karte. Ja, tatsächlich, also nur noch diese Region ist für mich... Okay, es, die teilen sich das sogar. Die beiden Regionen sind für mich interessant. Der Rest ist... Ja, ist egal. Ärgerlich. Ganz ärgerliche Karte für mich. Ach. Ganz, ganz ärgerliche Karte. So, ach, guck mal, hier geht auch die Zufriedenheit endlich mal hoch. Kann ich hier nochmal erweitern? Oh ja, bis auf 3. Dann werden wir, würden wir 125 Erz bekommen. Kosten 150 Arbeiter und 40 Building Points. Ja, würde gehen. Kohle. Alter Schwede, 650 Kohle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was kostet mich der Ausbau hierfür? Verwalter? Also ich habe keine. Wieso gehen ja meine Verwalter eigentlich immer runter? Mann, Mann, Mann. Ist dieses Gebäude mittlerweile mal gebaut? Jo, mir fehlen 61 Arbeiter. Mir fehlen 21 Arbeiter. Irgendwas ist noch gebaut worden. Problem ist, ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich noch alles... Ach, okay. Die Brutstätte ist gebaut. Ja, fehlt es mir leider immer noch. Ich könnte mal kurzfristig die Armee also nicht aufhalten, sondern stoppen. Ach, einen Bogner wollte ich ja auch noch bauen. Ich habe so viele Großprojekte noch am Start. Ja, allein der Kerker auch noch. Krass, 1,1 Millionen haben wir noch am Start. Hier unten, ja gut, da brauche ich nicht mehr gucken. Da kann nichts mehr gebaut werden. Hier fehlt es an Paper und an Möbeln. Ich könnte aber mal jetzt noch ein paar Wohnungen upgraden. So, wo mangelt es denn hier extrem? Die Frage ist auch, wo habe ich noch nicht abgegradet, ne? Hier habe ich noch nicht abgegradet. Also hier. So. Oh, 48 Residence. Das ist perfekt. Großartig. Da habe ich schon abgegradet. Die Ecke hier noch. So, jetzt haben wir keine bearbeiteten Steine mehr, aber 196 waren's. Okay. Jetzt kommt der ein oder andere dazu. Was? Wie geht denn das nicht runter? Zumal hier auch überall 10 von 10 sind.
Also müsste er irgendwo anders freier. Ich habe da irgendwas Neues gebaut übrigens. Der Barbier wahrscheinlich, ne? Ja. Müsste er irgendwo anders freie Stellen sein. Also freie Häuser. Und da müssen ja irgendwann Leute mal einziehen. In dem anderen Barbier? Ach guck mal, das Badehaus ist mittlerweile auch fertig. Ja, schon gar nicht mehr drauf geachtet. Cool. So, die ersten Häuser sind hier hinten auch schon durch. Da fehlt es auch nicht mehr an viel. So, 34 Menschen fehlen wieder. 3000 Einwohner. Achso, ich habe mittlerweile übrigens die Errungenschaft erhalten. Habe 10.000 Einwohner. Ich glaube, das ist quasi auf alle Spielstände bezogen. Da habe ich mittlerweile, also auf jeden Fall 10.000, weil ich glaube, wir hatten ja im letzten Spielstand 4,5 oder 5. Und ich habe auch mal im ersten, also im ersten Spielstand, also die ersten Folgen quasi von dem Let's Play hier, da waren wir, glaube ich, auch bei boah, so 2.000 oder so. Dann haben wir auch nur ein, zwei private Spielstände gehabt. Also es kommt schon hin, dass ich die 10.000 mittlerweile insgesamt auf jeden Fall hatte. Und die andere Errungenschaft, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ach so, ja, have 500 rooms in your city. Ja, das habe ich ja, also allein, glaube ich, mit dem Spielstand schon. Entschuldigung. Das müsste easy durch sein. So, also, wir haben jetzt hier, wie viele Kinder? 58. Dauert 10 Tage und dann, oh, Erwachsene an Tag 80. Okay, also das dauert ein bisschen. So, wir könnten noch ein Limit einschalten. Ich finde schön, dass das Limit bei entspannten 40.000 liegt. 40.000 Einwohner. Also nur Amevias. Holy shit. Ja, kann man so machen? Kann man so machen. Oh, wir haben nur noch 10 Kretonier. Da sind wohl zwei verstorben. Also das ist nicht gut. Ja, ist nicht gut. Wo ist denn hier so ein Friedhof? Da. Wow, okay, der ist bei einer Schlägerei getötet worden, der eine. Im Massengrab. Ja, kann man nicht einsehen, wer da liegt. Und hier ist auch einer an einer Krankheit gestorben. Ich habe sehr viele Verrückte noch. Das ist halt auch ein Problem, ne? 28 Leute fehlen, weil die halt in einer Klapper sitzen. Also das sind ja auch nochmal potenzielle Arbeiter. So, 46. Perfekt. Jetzt müssen wir auch bald mit den ganzen Baustellen durch sein, oder? Ist übrigens immer noch erstaunlich, dass ich nicht auf eine vernünftige Kleideranzahl komme, ne? Hier, guck mal, hier liegen einfach 1200 Textilien rum. Warum kommst du nicht hinterher? Was ist das für eine komische Zahl eigentlich? 21. So, dann stellen wir nochmal ein paar ein. Okay, 155 Obdachlose. Ja, ich hätte immer noch gerne die 100 freien Arbeiter immer, die mir die Bauprojekte machen. Okay, machen wir aber erstmal Feierabend. Sehen uns morgen wieder. Nächste Folge steht an dann. Und dann werden wir... Guck mal, Fische geht übrigens runter. Also nicht, dass das ein Problem wäre, aber... Oh, erstaunlich. Dann werden wir... Das Verwalter-Ding ist auch durch, ne? Jo. Weiterbauen. Und die... Ja, Bognerei auf jeden Fall bauen, eine neue. Da kommen wir nicht umhin. Okay, gut, dann erstmal auf Wiedersehen und bis morgen zur nächsten Folge Songs of Six.